Hallo, ich hoffe, dass du in der schönen Sonne viel Golf spielen kannst, viel üben kannst und dass es auch bei den Turnieren gut klappt. Wir trainieren doch alle viel, oder? Wir wollen besser werden. Und wie ist es bei dir? Wie sehen die Bälle auf der Driving Range aus und wie sehen sie auf dem Platz aus? Ich möchte heute einen ganz typischen Fehler ansprechen. Und das ist der Slice nach rechts oder der Push nach rechts. So, ihr bekommt bestimmt oder du bekommst bestimmt super Tipps von deinem Pro. Ich schätze die Pros in Europa sehr. Du trainierst das auch, was diese Person dir sagt. Aber dann kommt der Platz, dann kommen Stresssituationen und es ist wirklich nicht einfach, die umzusetzen. Ich kenne es von meinem eigenen Spiel auch. Und das ist der Grund, warum wir das hier trainieren sollten. So, wenn du wirklich, und dieses Video ist wirklich für die von euch, die Slices spielen oder Pushes spielen. Wenn du Hooker bist, dann vielen Dank, dass du zugeschaut hast. Vielleicht kannst du dieses Video für jemand anderen anschauen, aber das ist nicht für dich. Okay, aber so viele tendieren nach da. Und ich habe, und ich schlage vor, dass du das auch tust, auf dem Platz, suche dir eine super schwierige Situation aus, was aber jedes Mal vorkommt. Nun, hier haben wir Loch 3 auf dem Schatthausplatz hier in Lützelsburg. Und das ist ein 165 Meter Schlag. Und ich weiß nicht, ob du das sehen kannst, der Wind weht ziemlich stark von links nach rechts. Man kann es da gut bei den Windmühlen sehen, falls du die sehen kannst. Okay, und die haben zum Glück das Raff gemäht, aber auf der rechten Seite ist aus. Und da wir jetzt auch ein bisschen in den Wind reinschlagen, wird der Ball höher fliegen und du weißt dann, was passiert, wenn er ein bisschen rechts startet. Dann ist er weg. Nun, man hat in der Vergangenheit Slices gespielt. Man weiß, dass man den Schläger ordentlich greifen sollte, nicht so schwach. Man weiß, dass man von innen kommen sollte, mehr nach rechts rausschwingen sollte. Aber irgendwie klappt es hier nicht. Man schlägt seinen Ball und wenn man den Ball schlägt, weiß man sofort, oh, ich will es gar nicht angucken, im Treffmoment, dass der Ball rechts fliegt. Da habe ich einen schönen weißen Ball für dieses Video geopfert. Aber es war notwendig. So, alles, was ich hier wollte, habe ich nicht getan. Ich habe mich aufgerichtet, mein Blatt war auf, meine Hüftdrehung stoppte, ich war steif im Abschwung, im Treffmoment. Ich habe nicht den Abschwung richtig gestartet. Furchtbar. Aber genau das passiert. So, ich möchte dir helfen. Was kannst du in diesem Fall tun? Erstmal, wie gesagt, diese Situation aussuchen und dann, wenn du Wind von links hast oder wenn du nicht nach rechts möchtest, musst du dich ein bisschen nach links ausrichten. Das ist klar. Das Problem mit dem nach links ausrichten ist, je offener ich stehe, desto automatischer oder leichter ist es, das Blatt zu öffnen. Das ist einfach so. Wenn ich geschlossen stehe, dann sagt irgendwas in mir, du musst jetzt rotieren. Aber würdest du bei so einer Situation geschlossen stehen? Nein, und solltest du auch nicht. So, ich werde mich hier auf die linke Kante vom Grün ausrichten. Okay, das ist Punkt Nummer eins. Du musst es einfach tun. Aber jetzt, du musst versuchen, den Ball in den Wind rein zu drohen. Das ist nur schickes Deutsch oder schicker Golfjargon für, du musst ja eine gute Drehung machen der Schulter. Du musst ja die Arme senken. Du musst einfach von hier eine ganz leichte Verlagerung nach links schaffen, damit die Arme senken. Aufpassen, ne? Wenn du zu viel an Hüftdrehung denkst, kann die Hände leicht nach vorne und dann kann man slicen. Der Gedanke ist eher für jemanden, der Hook spielt. Ich würde dir empfehlen, dass du von hier
ihren Arme senken denkst. Eher an eine leichte laterale Bewegung. Und dann von hier, und du merkst, den Winkel halte ich. Ich will nicht zu früh lösen. Ich möchte einfach passiv und weich in den Arm bleiben. Und dann von hier möchte ich mich drehen und releasen. Ich möchte, nachdem ich den Abschwung gut gestartet habe, muss ich meine Hände verwenden. Die rechte Seite, da muss ich schlagen. Das bringt nicht, den Schwung so zu starten und weil man so viel Angst hat oder unsicher ist, zu halten, dann kommt der Push auch, wenn man von innen kommt. Es kann auch sein, dass du kein Slicer bist, aber ein Pusher. So, die letzte Sache, die man braucht, ist Mut. Man muss Mut haben, diese Dinge zu tun. Man muss Mut zu senken haben und mehr nach rechts raus zu schwingen. Man muss zu der Gefahr hinschwingen und dann wird der Ball gerade bleiben. Du musst jetzt wirklich entschlossen sein und an diese Bewegung denken, die du weißt, wie es geht. Okay, ich werde es jetzt tun. Linke Seite. Mein Gedanke ist, in diese gute Position zu kommen. Mein Schläger ist leicht gelegt und jetzt werde es hilft mir immer an Unterkörper zu denken und zu releasen. Ich werde meine Hände richtig freilassen. So, ich empfinde jetzt in diesem Moment richtig viel Druck, aber ich werde an meinen Schwung denken. Ich muss es nur einmal üben. Ich muss nach da schwingen mit Release. Okay, das werde ich schaffen. So, mein Ball, da er etwas Linkskurve hat, ist auf die Fahne zugeflogen mit nur einem leichten Fade. Und ich bin entweder auf dem Grün oder leicht rechts, da habe ich einen leichten Chip. Okay, so, ich hoffe, dass dieses Video dir geholfen hat. Geh auf den Platz und üb da. Und such dir die schwierige Situation aus. Am besten such dir ein Spiel mit jemandem. Da muss ein bisschen Druck sein. Weil wenn du unter Druck das schaffst, das bleibt dann im Kopf. Und man kommt dann weiter als Golfer. Vielen Dank für das Zuschauen. Und eine ganz tolle Woche wünsche ich dir. Falls du es noch nicht gemacht hast, wäre es wirklich toll, wenn du meinen Kanal abonnierst. Bis bald.